Hallihallo, ihr Lieben. Willkommen zurück zu Ark unter Wasser. Ich hoffe, dass diesmal das Mikrofon ordentlich aufnimmt. Ich habe keine Ahnung. Das war die zweite Folge, die ich hintereinander weg aufgenommen habe. Der erste gab es gar keine Probleme. Und in der zweiten höre ich kurz rein und das knatscht unheimlich und ich muss wieder eine Nachvertonung machen. Jetzt habe ich das alles nochmal gestartet. Ich habe eine kleine Testaufnahme gemacht, da lief es. Also ich hoffe, dass es jetzt einfach auch funktioniert. Sonst werde ich hier wahnsinnig. Aber gut, wir waren hier unterwegs unter Wasser. Auf der Suche nach Tieren, die man zähmen könnte. Insbesondere Mosas. Ja, Mosas. Einen Moser hätte ich gerne. Da unten sind Plesis, da sind Quallen, bin ich nah genug. Oder weit genug weg, besser gesagt, ja. Plesi. Und da ist auch schon wieder ein Alpha-Hai. Oh shit, hier muss ich weg. Hier muss ich weg. Mal gucken, ob er noch hinter uns her ist. Ist er tatsächlich. Noch nicht gucken können, welches Level der hat. Jetzt sind wir ihn, glaube ich, los. Oder ist er das da unten? Megalodon. Infernon Megalodon. Okay, gut. Aber das ärgert mich immer so. Wenn mein Aufnahmeprogramm immer irgendwelche Macken hat, ich muss dann mal gucken, ob es auch bessere gibt als OBS, weil das ist ja nicht mehr schön. Also entweder, ich hatte es ja schon mal gesagt bei The Forest, da hat er gar keinen Ton aufgenommen vom Spiel. Ich muss normalerweise nichts an dem Programm ändern. Wenn ich eine Aufnahme starte, ich starte das Programm, stelle höchstens ein, dass ich ein neues Spiel habe, dass er halt das richtige Spielfenster auch aufnehmen soll. Also wenn ich zwischen Ark und The Forest wechsle, muss ich halt da das Fenster mal neu anklicken. Aber am Ton muss ich absolut nichts ändern. Oder ich habe es standardmäßig dahingehend eingestellt, dass er einmal natürlich das Mikro aufnimmt und dann den ganzen Computersound inklusive Spielsound. Und warum auch immer, manchmal hat er halt die Macke, dass er aus irgendwelchen Gründen halt keinen Spielton aufnimmt oder dann mal wieder die Mikroaufnahme verkratzt. Ich habe keine Ahnung, warum er das machen würde, aber er tut es halt manchmal. So, hier sind wir an diesem Höhleneingang, der derzeit irgendwie unbewacht zu sein scheint. Hier mal ein bisschen weiter in die Richtung noch schwimmen und gucken, ob es da was gibt. Außer Kartenrand nichts. Also einen Moser haben wir immerhin schon mal gefunden, aber das ist ein Alpha-Moser, der uns dann natürlich nichts nützt. So, jetzt tauchen hier plötzlich die Viecher auf. Also ich glaube, die sind ein bisschen mit dem Spawn hinterher. Hängen hinterher. Die tauchen auf, wenn man schon vorbeigeschwommen ist. Was jetzt natürlich nicht unbedingt so günstig ist. Ich hätte echt gehofft, dass man mal nicht so weit schwimmen muss, um was zu finden, was man zähmen möchte. Das ist ein Plesi. Da würde ich erst wieder hochschwimmen. Also, wenn es wirklich kein Moser gibt, würde ich halt auch erstmal mit einem Plesi vorlieb nehmen.
Aber na gut, Level 80 wäre gerade so vielleicht. Hier, Notnagel. Aber mehr dann auch nicht. Mehr auch nicht. So, jetzt habe ich hier wieder das Problem, dass ich selber erschöpft bin, wenn ich hier auf dem Hai sitze. Ich habe keine Ahnung, warum das ist. Macht meiner Meinung nach wenig Sinn. Ich kann es nur auftanken, wenn ich irgendwie an Land bin. Oder auch so. Ich verstehe es nicht ganz, dass irgendwie den Tiefgang simulieren soll. Kann natürlich sein. So, hier müsste man jetzt schon in der Nähe der Fleischfresserinsel sein. Das heißt, links komme ich daran vorbei, innen lang. Und rechts dann so eher außen. Wo war man denn lang? Ja, mal erstmal ein Stück hier rein. Hier gibt es eventuell auch einen Tiefsee-Loot-Crate, den würde ich natürlich auch noch nicht mitnehmen können. Aber nur, dass ich schon mal gucke an der ungefähren Stelle, wo der sein müsste. Ein Hai. Der kam auch irgendwie aus dem Nichts plötzlich. Es hat alles noch nicht geladen hier, die neuen Tierchen nach dem Reset. Jetzt auch nicht mehr das so gut mir gemerkt, wo diese Unterwasser-Loot hier sein könnte oder sein würde. Beste hier wäre. Mir alles nicht so gemerkt. Aber okay, dann würde ich doch außen lang, weil ich glaube, da wäre die Chance höher, dass da mal ein Moser ist. Hier drin in dieser Schlucht eher unwahrscheinlich. Immer wenn der Hai frisst, das kriegt mich jedes Mal aufs Neue, dass ich da sonst was denke. So, da sind wieder Quallen. Den sollte man aus dem Weg gehen. Das sieht auch irgendwie gefährlich aus. Könnte da drin was sich verstecken. Dahinter lauern. So, da sind wieder Plesis. Da würde ich erst wieder hochschwimmen und gucken, ob die was können oder ob sie nichts können. Level 8 ist ja schon mal eindeutig an nix. Und du? Level 32. Ist auch nicht besser. Auch nicht besser. Oh, Zitterale. Und ein Alpha. Hi!
und er verfolgt uns natürlich. Aber wir müssten schneller sein. Aber doch Angst. Oh, oh, der ist ja immer noch. Oder sind das jetzt zwei? Oder ist das jetzt ein zweiter? Ich glaube, das sind zwei insgesamt. Holy cow. Hey, hey, hey. Das ist ein bisschen übertrieben. Meint er nicht auch? Puh. Mann, Mann, Mann. Fast die Ausdauer komplett aufgebraucht von Heike. Echt nicht ungefährlich, die Gewässer. Aber gut, das waren sie ja noch nie. Also, wir können mal wieder festhalten. An Alphahain mangelt es nicht. Dafür wieder an Mosas. Schade eigentlich. Ich hätte mir das vielleicht andersrum gewünscht. Muss ich ja auf dem Rückweg richtig doll aufpassen, dass ich da nicht in die zwei Alpha-Haie direkt hineinschwimme. Das könnte unangenehm werden. Aber es ist echt so, was Mosas angeht, sieht schlecht aus. Oder es sind halt noch nicht alle gespawnt. Bin ich denn mittlerweile im Eisgebiet, dass mir jetzt bald kalt wird? Das wäre natürlich auch blöd. Aber ja, ich bin tatsächlich hier im Eisgebiet jetzt angekommen. Aber unter Wasser ist es überraschenderweise gar nicht so kalt. Aber ich kümmere noch ein kleines Stück weiter in die Richtung. Das ist wieder so ein Wal. Was ist das? Ein Ölfelsen, hoffe ich. Also wenn wir merken, dass es wirklich zu kalt werden sollte, müsste ich umdrehen. Es sei denn, wir sind dann schon genau in der Mitte drin. Dann ist es auch egal. Oh shit. Nein, jetzt haben mich diese blöden Aale hier erwischt. Die habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Wo kamen die denn jetzt her? Auch schnell weg. Bin ich überrascht, dass die mich nicht vom Fisch geworfen haben, denn das ist sonst immer passiert. Sind sie noch hinter mir? Da ist ein Hai, aber der leuchtet, glaube ich, nicht. Womit dürfte das egal sein? Das sind mehrere Haie. Soll mich jetzt nicht stören. Wieder so ein dicker Wal. Also hier so ein normaler Wal, sage ich mal. Das sah jetzt auch für einen Moment komisch aus.
auch so ein großer und ein Plesis. Da würde ich mal gucken. Level 44 und der andere. Den anderen sehe ich gerade nicht. Das leuchtet doch schon wieder rot. Ist das so ein Alpha-Lizichtes? Ja, das ist ein Alpha-Lizichtes. Jetzt kommt der Plesi, den wollen wir nicht. Ist das derselbe oder ist das der, der vorhin weggeschwommen ist? 64. Ja. Aber da ist ein Moser. Gucken wir mal. Ein Moser Level 16. Da findet man ein und wieder ist es nur so ein. So einer, der nichts kann. Also, so ein bisschen, ja. Ist das Spiel gegen mich. Habe ich das Gefühl. Könnte ich annehmen. So, jetzt sind wir wirklich im Eisgebiet hier im Tiefen. Wundert mich, dass es jetzt erst so kalt wird. The Frozen Sea. Sea, sea, sea. Ich glaube, ein weiterer Unterwassertrop würde hier oben sein können. Ist das richtig? Ich weiß, irgendwie auf so einer Insel im Eisgebiet hätte das auch sein können. Aber insgesamt bin ich überrascht, dass wir gar nicht so sehr frieren. Müsste jetzt allerdings doch mal wieder meine eigene Ausdauer regenerieren, sehe ich gerade. Deswegen gehe ich jetzt mal hier an die Oberfläche. Wir sind wirklich im Eisgebiet. Ich würde mal kurz absteigen. Zu regenerieren. Ein paar Schnitzel essen und dann können wir wieder runtersteigen. Und mal gucken, was hier so vor sich geht. Ob hier irgendwas vor sich geht. Sicht hier ist wieder alles andere als gut. Wirklich schwer was zu erkennen. Da ist ein Hai, aber der leuchtet nicht. Deswegen kein Problem. Dann können wir den mal auch anfressen und auffressen, besser gesagt. Oh, das ist wieder ein Alpha. Ah, immer dieser Alpha, und der will auch noch was von mir. Verdammt. Also an denen mangelt es wirklich nicht. Das ist ja, die sind ja schon fast eine Plage. Ist noch hinter uns her. Müssten wir aber auch bald los sein. Wir sagen, jetzt ist die Luft rein. Nicht ganz, ja, sind wir doch hinter uns her. Blödes Vieh, ey. Lass mich in Ruhe. Aber wenn ich hier so gut durch das Eisgebiet durchkomme, da ist wieder ein Moser und Plesis, dann muss ich ja auf dem Rückweg dann nicht auf die anderen Viecher achten. Die anderen Alphas, die da waren.
bloß Level 20, ey. Das ist doch nicht euer Ernst. Diese können auch nichts, die Viecher hier. Den Moser da hinten vielleicht auch gleich auffressen, dass er vielleicht bei Gelegenheiten ein neuer spawnt, der besser ist. Wahrscheinlich kommt der schon von alleine hierher. Ich finde es überraschend, wie lange doch hier der Plesi noch aushält. Halt aufpassen, die Quallen waren auch auf dem Weg hierher. Sah zumindest so aus. Naja, gut. Ich lasse jetzt den Moser leben. Wie ist die Sicht komisch? Seht ihr das auch so merkwürdig? Würde alles erst viel, viel später vor allem auftauchen. Wie so ein Kreis. Das ist ja merkwürdig. Doch gar kein Licht an. Die Sicht hier finde ich äußerst fragwürdig. Was kommt denn jetzt hier alles auf mich zu? Ach, Kacke. So ein scheiß Zitteraal. Da ist auch wieder einer. Ich will gleich mal weiter weg, dass der mich nicht noch kriegt. Das muss ja dann auch nicht sein. Wieder Haie. Relativ viele sogar. So, wir haben jetzt alle gefressen. Ich würde an der Stelle erstmal auch wieder die Folge beenden und dann gucken wir in der nächsten Folge noch mal ein Stück weiter. Wir müssen ja noch einmal rumkommen. Ich muss jetzt auch meinen Scuba-Tank wechseln. Schon wieder verbraucht. Ja, ich hoffe einfach mal, dass wir doch noch irgendwie Glück haben auf den letzten Metern. So richtig glaube ich es nicht, aber ihr könnt mir die Daumen drücken. Für heute sage ich aber erstmal wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.